Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wie versprochen haben wir uns nochmal nachts in die Sophienheilstätte begeben. Ihr seht, das ist jetzt der originale Aufbau, so wie wir auch gestartet sind am Tag. Nur jetzt sind wir bei Nacht hier und versuchen, ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, versuchen noch an anderen Stellen ein bisschen was zu finden und schauen einfach mal, was so passiert. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das Gefühl hier ist massiv creepy. Man hat eine interessante Geräuschkulisse, die man sehr, sehr schwer nur deuten kann. Und es kommt auch mal einmal kalte Schauer. Das mag vielleicht vom Wind kommen, weil ein Wetterwechsel außen ansteht. Aber es ist auf jeden Fall erstmal voll die Gänsehaut. Ja. Auch schon der Weg hierhin war schon ein bisschen ein Erlebnis. Wir sind nämlich sagen wir mal, vom Auto hierhin und kurz bevor wir das Gebäude betreten haben, haben wir schon aus dem nahen Umfeld der Klinik Geräusche gehört. Ich bin mir sehr sicher, dass das sich eigentlich so angefühlt hat, als ob irgendetwas Zweibeiniges, vielleicht ein anderer Urbexer, haben wir mal nachgeguckt, da war keiner, am Gebäude entlang geschritten ist. Das war Rascheln, Knacken und es war genauso, als ob da gerade gleich einer aus dem Waldstück kommt, aber da war halt niemand. Und das hat mich halt schon, sagen wir mal, etwas Getriggert. getriggert. Aber hast du noch was gesehen? Ja. Das Das Licht. Licht. Ach ja. Das Licht. Ich war kurz weg, ja. Ja, ich habe gemerkt, du hast noch Wir gesucht. haben auch vom Auto aus, hat man ja einen guten Blick auf die ganze Heilstätte. Zumindest auf die obere Etage, sagen wir, ach, das ist genau Genau. okay. Und als ich dann mit Eckbert geredet habe und wir so, also ich zum Gebäude stand und Eckbert mich angeguckt hat, war es so, als ob in den oberen Stockwerken, wahrscheinlich erste, zweite Etage, was ich sagen, wie so ein Licht kurz zu sehen war. Als ob Ja, einen einer Schwenk gemacht hätte. mit der Lampe einmal kurz so am Fenster vorbei. Wir können uns jetzt nicht ausschließen, dass hier kein anderer Ölwechsler ist, aber wir haben genug Lärm gemacht, sagen wir es mal so. Und Wow. Hörst du das? ja, das war krass. Als es gehört hat, es kam ein Knall und dann klang es so, als würde jemand den Gang lang rennen. Genau das habe ich gehört, als wir unten standen beim Pentagramm und auf über uns. Habe ich auch gesagt, das war ein Knall und als ob jemand den Gang lang rennen würde. Oh, ich hoffe, er hat so ein Video. Also den Knall bestimmt, nur die Schritte. Wir haben leider den Nee, den habe ich nicht an, aber Sound an die die Kamera Kamera gesehen. ist sehr gut. Das Licht, genau, das war zweimal, beim zweiten Mal intensiver als beim ersten. Beim ersten dachte ich, vielleicht ist es eine Reflexion gewesen, aber die haben halt nicht hingeläutet. Dann waren wir drin, haben ein bisschen geguckt, sind dann hier hingegangen. Da waren einige Geräusche, konnte man schon sagen, aber nichts jetzt, was man direkt sagen könnte, okay, das ist jetzt paranormal oder sowas vielleicht. Ne? Aber als wir reinkommen sind gerade, waren wieder, als wir drin standen, an den Sachen waren auszupacken, ein lauterer Schritt, in Anführungszeichen, aus der linken Richtung irgendwo. Also genau wie beim letzten Mal hinter von euch hinter der Kamera so gesehen. Genau. Und was sehr, sehr komisch war, ich meine, draußen donnert es ab und zu, es wird wahrscheinlich Gewitter geben heute Nacht. Aber man hört es doch in sehr gering aktuell noch. Ja, Also es ist weit entfernt. genau. Aktuell. Wir haben ein paar Blitze gesehen schon. Und was das Wichtige ist, ich habe ganz entfernt so etwas gehört, als ob einer durch ungefähr, so knöchelhohes Wasser, wie zum Beispiel bei unserer Bunkerbegehung, einfach so durchwaten würde, also einfach so den Fuß am Boden entlang gleiten lässt. Man sieht Das Gletschern. an den Gebäuden hier, es gibt hier nirgendwo Wasserstand. Also eventuell, wenn hier auch mal Wasser stehen würde, hätten unten eine Fäule oder wären einfach nass. Wären unten nass,
Das haben wir bisher hier noch nicht gesehen. Vielleicht im Keller unten, da waren wir noch nicht. Aber an sich ist das ein relativ trockenes Gebäude. Von oben kommt auf jeden Fall noch nicht die Nässe durch. Zumindest nicht hier bis EG. Genau. Was es vielleicht hätte sein können? Wir haben gehört, im Keller gab es ein eigenes Schwimmbad und solche viele Duschen mit Ablauf. Also theoretisch hat sich da eventuell Wasser mal gestaut, aber... Es ist auch gut möglich, dass wir, ich sag mal, eine Replik gehört haben von etwas, was damals passiert ist. Vielleicht haben wir gerade wirklich jemanden planschen gehört, die Energie wurde einfach wiedergegeben. Genau wie vielleicht das mit dem REM hier. Und was man noch zu den Lichtern sagen sollte, wir halten es für unwahrscheinlich, dass hier ein Ölwechsel ist. Wir haben das Haus locker von außen 5 Minuten beobachtet, das heißt hauptsächlich Lärm. Es wäre sehr unklug und sehr unwahrscheinlich, hier bei Nacht ohne Licht rumzurennen. Es gibt haufenweise Türen, es gibt Stellen, die einsturzgefährdet sind. Es wäre einfach sehr, sehr gefährlich. Und deswegen vermute ich zumindest, und ich denke, die anderen sich mir anschließen, ja, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es hier ein Ohrwechsel ist oder ein sehr, sehr fahrlässiger. Das stimmt. Genau das würde ich auch sagen. Vor allem hätten wir den höchstwahrscheinlich jetzt schon gehört, weil ich glaube nicht, dass der eine Tür geknallt hat und gerade gerannt ist und davor durch ein Wasserbad gegangen ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Okay, ja, wir werden wahrscheinlich viel erleben heute. Wir haben kurz vor 3. Ja, jetzt bestimmt so schon 3. Gut, ja, leg mal los. Das hält es auf jeden Fall aus. Hast du das? Was hast du gehört? Nee. Das hält es auf jeden Fall aus. Hast du das? Was hast du gehört? Nee. Ich stelle mich nochmal vor, mein Name ist Egbert, der Mann mir gegenüber ist Jan. Wie heißt du? Ich glaube, die muss doch ein bisschen stärker machen noch. Wo bist du? Hört sich an wie ein Uhu. Uhu oder irgendwas anderes, ein Vogel draußen. Warst du hier Patient? Oder warst du vielleicht ein Arzt? Welches Jahr schreiben wir? Bist du gerne hier? Ein bisschen komisch.
Erinnerst du dich an uns? Möchtest du uns irgendetwas mitteilen? Oh, kommt gerade Kälte runter, richtig. Ganz langsam. Stehst du neben mir? Wollen wir explorieren? Ja, dann sind wir jetzt im Erdgeschoss, das was wir eigentlich heute, also was wir eigentlich schon in der ersten Versuchung machen wollten. Wir haben ja nicht erwartet, dass der Grandmaster so abgeht am Anfang schon. Das ist richtig. Wir sind leider nicht angegangen, das ist richtig. Nee, weil ihr seht jetzt, der hängt an derselben Stelle, der funktioniert jetzt auch wieder toll. Ja. Nicht wie beim letzten Mal. Kurze Info, wir haben noch etwas recherchiert und in diesem Raum hier, wo dieser rote Pfeil an der Tür ist. Genau. Bin mir nicht sicher, ob es dieser Raum war. Was man denn das? Ja, sorry. Oder der Raum links. Auf jeden Fall hat man die Abschirmung gesehen. Hier stand eins der ersten Röntgengeräte. Um 1920 rum. Und die dicken Scheiben und auch die kleinen Räume, die wir im vorigen Video euch gezeigt haben, ich gehe noch kurz rein, dienten als Schutz vor der Röntgenstrahlung. Genau, hier haben sich die anscheinend, ich mache noch was aus, hier haben sich anscheinend die Patienten, männlich, weiblich, entkleidet, hatten dann hier ihre Westen angezogen und sind dann in diesen Raum rein. Und hier nochmal eingegangen? Natürlich, hier waren wir noch nicht. Genau. Wie liegt ein ganzer Stamm, ganzer Ast liegt hier mit eingebohrten, ja, Schrauben. Vielleicht wird er mal irgendwie zum Blockieren benutzt oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, was ist das für ein Raum? Bloß eine Heizung, ein Fenster. Hier war ein Waschbecken, vielleicht ein Aufenthaltsraum. Was steht hier? Stell Prinzipien über Vorteile. Das ist ein guter Rat. Evil Insight. Ja, mit einem Pentagramm. Allerdings hier kein Teufelspentagramm, wahrscheinlich aus Unwissen. Wahrscheinlich wollte man eins machen. Ja, ihr habt ja viele komische Besucher schon. Ne? Also, sollen wir hier auch nochmal reingehen? Ja, natürlich, wir gehen alle rein. So. Ist ein Zimmer. Ja, gut. Hier waren. Wieder Bananenaufkleber. Diesmal aber auf. Es gab damals solche kleinen Beilagen immer, okay, bei den Illustrierten. Da waren so Aufkleber, so ganz, ja, auf hier Seiten drin. Es gab auch solche Dinger zum Sammeln. Ah, okay. Die konnte man damals überall hinkleben. Da gab es extra Sammelalben für. Könnte sein, dass irgendeiner hier aus Langeweile, wahrscheinlich aber erst viel später, so 70er, 80er rum, die aufgeklickt hat. Ja. Whose blood could this be? Ist das yours oder ist das mein? Das ist kein Blut. Genau, das ist kein Blut, das ist Farbe. Und sie halt in der Scherze. Es gibt ja anscheinend auch ein Geocaching im Ort, haben wir letztes Mal schon gesehen. Also irgendwann gab es mal einen. Ob der jetzt aktuell ist, genau, das ist, können wir nicht sagen. Das wird auch wahrscheinlich nicht mehr wirklich benutzt hier. Nee. Ja, ich bin noch relativ abrupt stehen geblieben, um zu gucken. Keine Verantwortung. Auch keine Sonderraum hier, ne? Alter, das ist sehr creepy mit den Armen, Teddy. Ja, der ist auch schon vorher angeschlossen. Ja, natürlich, aber. Der Remaster ist heute Mittag ordentlich abgegangen.
Wer soll mal in die alte Kirche gehen? Ich wollte dich erstmal reden lassen. Ja. Hier ist Parkettboden, der ist auch schon ziemlich zermürbt. Rechts der. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen out aus. So, du musst mal illuminieren, weil ich habe keine Hand dafür frei. Ja. Reicht aber für die Kamera trotzdem nicht, okay, schade. Ich kann so machen, so? Ja, das sieht auch ein bisschen mehr. Das ist aber nicht mehr langsam, ne? Ja, ich wollte nur was gucken, was ich gerade. Ja, das ist super. Das war die alte Kapelle hier. So, was ist der Jankrat von uns mal hinter? Das ist dieser Ast. Hier ist der Chlor. Jetzt anscheinend nochmal gebrannt. Wie kommst du darauf? Siehst du Brandschäden? Ich hatte plötzlich so einen Brandgeruch in der Nase. Das riecht wie gesagt nur Chlor. Wo ist es denn? Durch mal bitte in die Richtung, wo ich gerade. Weiter links. Hä? Durch mal. Was? Ja, stopp. Der eine Teil der Mauer ist wärmer als der andere. Schritte. Nein, über uns irgendwo. Schritte. Nein, über uns irgendwo. Quasi einen offenen Raum und über uns. Ja, das ist so eine Empore. Die erste Etage. Könnte man von da oben hier runter gucken. Hier gab es übrigens, also auch recherchiert, selbst vom Anstaltsleiter ein Gottesdienst, der wöchentlich abgehalten wurde. War früher sehr wichtig. Das war das Einzige, was den Leuten wirklich Trost gespendet hat. Das war mal ein Tor. Ja, da war mal ein Eingang. Und die haben einen Vorhang. Ja, das sieht ein bisschen eklig aus. Was ist hier oben? Ja, warte. Fang rechts an, genau. Und jetzt geh langsam nach links. Ja, dann wollen wir machen. Ja, machen wir weiter. Lass mich mal vor. Pass auf den Boden auf, der ist so krass uneben. Ja. Können wir nicht durch. Zumindest von der Seite. Nee, warte mal, stimmt, das war nicht zu. Wir können jetzt nach rechts. Aber da ist ein Balken runtergekommen. Wo? Da, gleich, rechts. Ja, da müssen wir aufpassen. Habe ich nämlich schon mal ein gesehen. Da. Oder es wird einfach. Nee, das ist abgesperrt. Wird einer bildlich abgesperrt, dass man nicht angeht. Warum? Also nicht wirklich eine Absperrung, da kann ja jeder durch. Ja, aber das ist gewollt, dass man da nicht durchkommt. Guck mal, das ist da abgestützt. Ja, ja. Man will wollt nicht, dass man da durchgeht. Kommen wir trotzdem durch? Ja, natürlich. Okay. Also, du wolltest ja vorgehen. Am besten bügst du dich, statt drüber zu klettern. Oh, weißt du, was das ist? Ja, irgendeine schwere Tür. Das sind. Die Tür sollte zubleiben. Man hat die Tür einfach versperrt. Ja, das meintest du. Du meinst die linke Tür, wo die Dollarzeichen dran sind, die haben wir verkeilt. Warum? Das ist mal gebrannt, guck mal. Ja, die Scheibe könnte vom Brand schaden. Das kann aber auch eingetreten sein, Pappe, von Holzpappe. Da müssen wir von näher rangehen, da bin ich mir sicher, was für Material das ist.
Ich wollte, dass man den ganzen Trakt nicht reinkommt. Die Türen sind allerdings. Er hat leider auch nichts gemacht. Ja. Ich glaube nämlich, wir sind gerade in einem kleinen Verbindungsding, kommt das rechts nämlich rausgeht. Jetzt okay, jetzt links. Ich leuchte rein, du guckst. Mhm. Wir kommen in den ganzen Bereich da nicht rein, ne? Ist in Ordnung, müssen wir nicht rein. Will ich auch gar nicht rein, ehrlich gesagt. Wir müssen nicht alle, wir können eh nicht alles hier suchen. Wir nehmen die Sachen, die, da geht's hoch an der Treppe. Ja. Aber. Die hat einer zugemacht. Den Bereich wollte einer absperren. Ja, ja, da hat man auch viele Löcher gemacht. Gut, dann müssen wir aber auch nicht nach oben gehen, wir haben einen anderen Weg nach oben. Das heißt, wir müssen da theoretisch. Hier ist ein altes Waschbecken gewesen. Ja, um auf dem Weg zu desinfizieren vielleicht. Weil hier, dann nämlich gehört, hier sah man, hat das sehr viel Wert gelegt auf Hygiene. Hygiene und Reinigkeit. So, hier, da geht es in den Keller. Es geht nur im Keller und nur hoch, ne? Das ist nur jetzt am Ende. Ich guck nochmal kurz, ich kann dann umdrehen, wenn du willst. Rechts auch eine Tür aufpassen. Hier auch, auch da rechts ist die Tür, die auch oben kommt. Und da hier ist rechts auch noch eine. Ja, die ist aber definitiv zu. Den Gang sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ich höre auch was. Vielleicht war dies. Klar, aber eigentlich schwerer, fand ich. Wollen wir rein? Ja. Lass mich vorgehen. Ah, genau. Mal kurz einfach gucken. Ja, da ist nichts. Okay, lass mich reingehen. Ja. Wieder Badräume. Können wir bezahlen. Ja, gefließt. Weil. Dann wird es auch noch Fluss. Ja. Es war hier alles gang und gäbe, dass man jeden Tag einmal geduscht wurde, mehrmals. Ja, natürlich, damit sie krankheitstechnisch noch geduscht stehen. Und gereinigt. Das war damals ein Novum, weil die ganzen armen Leute haben damals höchstens einmal pro Woche geduscht. Oder? Gebadet in so Zubahn. Das war ist hier zu? Oder? Ja. Ich schaue mal, das ist Engelings. Da war mal was geschrubbt. Ja. Achso. Dass man jeden Tag sich frisch eingekleidet hat. Nach der Dusche musste man sich ausziehen und komplett frisch einkleiden. Das war besonders schwer für die ganzen ärmlichen Bürger. Weil die gar nichts mehr hatten. Ja, die hatten nicht so viel, richtig. Man muss nichts lesen, was da steht, das ist alles falsch. Okay. Auch nur ein kleines Bäumchen. Und diesmal bei Leuchtstoffrohr nach vorne. Jemand mag das Getränk, das liegt hier wieder. Nein, hier liegt alles. Hier geht es, glaube ich, wieder raus. Ich glaube, jetzt. Das siehst du im Himmel da hinten. Übrigens in der Nähe hat es richtig viele solche Liegehäuser gegeben.
Da ist bis jetzt, ich glaube, da ist keins mehr von übrig. Das letzte Mal als, ich glaube, 2015 oder 16 oder 17 konnte man so eins begehen. Das waren quasi überdachte Gartenbereiche, wo dann die Patienten liegen konnten, auch wenn es draußen gelten hat. Neuere konnte ich nicht finden. Ob das eingestürzt ist oder ob die keiner mehr gesehen hat. Weiß ja, ich finde auch welche von 21. Oh, ein kleines Klo. Da macht mal einer die Liegenhäuser. Die Holzdinger. Nee, die nicht. Zumindest mit reingeschnitten. Bist du wahr? Und ein Klo, was noch begänglich wäre, da kann man sogar drauf cutten. Dann. Nein. Zeig's euch nochmal kurz. Okay. Und jetzt direkt hier neben. Hä? Das ist der Schrank. Ja, aber da, wenn man da durchleuchtet, ist immer ein anderer Raum daneben. Dass man vielleicht von der anderen Seite dran kam. Ach, das ist das, die Tür, die zu ist. Stimmt, die ist zugemacht. Oder hat da einer aber ordentlich das zugemacht, aber. Ja. Man sieht hier immer ganz schön krasse Gewalteinwirkung. Ja, komm mit. Hier. Und das hier wäre die Tür. Weil es nachher sein könnte. Die in den größten Bereich führt. Das könnten sogar so Quarantänezimmer sein. Weißt du, was ich meine? Ja, das sind die Nummern dran. Ja, ja. Die kann man ordentlich gut zumachen. Hier. Die, ach, die Lichtdinger sind allerdings versiegelt worden. Aber nicht hier, oder? Das wollte ich eigentlich gerade vorschlagen, dass wir hochgehen und dann vor, entgegen zu unserer Kamera versuchen zu laufen, oder? Willst du das hier machen? Ja gut, okay, dann gucken wir mal. Es gibt hier Haufen Türen. Die war im Video noch offen. Das ich gesehen habe von 2021. Da war sie noch offen. Das ist eine von den Türen, die angeblich verschwindet. Aber die ist definitiv zu. Ist zu und da. Ja. Immer schön vorsichtig. Auch wenn ich der Treppe eigentlich vertraue. Ja. Der Vorsichtigste. Ich werde mal kurz herausleuchten. Wie gesagt, ihr seht, wie groß das hier ist. Ne? Normalerweise bräuchten wir so 8 Leute ungefähr, um das hier abzudecken. Ja, zumindest. Aber, nichts tun. Hier ist. Oh, hier ist richtig. Da ist doch ein bisschen Gas. Ja, hier zieht es extrem. Was ist das denn? Eine Tür mit Dämmung. Hier ist ein Nest oder sowas? Sehr groß. Oh. Gibt danach? Weicher Boden. Deswegen sag ich den Vorstich immer. Ist der auch hier vorne schon weich oder kann man hier noch rein? Das ist krasse Dämmung. Als ob das irgendwie Patienten wäre, die. Das ist schaltig gemacht. Genau. Die viel rumbrüllen. Ja, wie eine Klapse. Willst du mal gucken, ob wir da ankommen? Eigentlich soll ich ein Türding ist ja sicher stehen. Aber hier ist nichts Besonderes zu sehen. Sehr großer, sehr leerer Raum. Aber das ist hier, ne? Das ist schon. Ja. Ach, da habe ich genau so links eingeguckt, unsere Kamera. Wir laufen das mal auf. Da steht sie nebenbei. Wir sollten vielleicht auch von der Kamera aus beginnen. Ich will nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken. Wie gesagt, wenn du nicht lange drin stehst, ist kein Problem. Ja, aber ne? Besser gar nicht als. Ja, wie gesagt, das ist kein krasses UV. Also im Solarium kriegst du mehr ab. Ich gehe doch nicht ins Solarium. Nee, ich auch nicht, das waren ja viele. Ihr seht, die Rohre sind hier auch teilweise schon verbogen worden. Ist wieder der Schrank hier? Ja, wieder so ein Wandschrank.
Dann dürfen wir hier gleich wieder eine Toilette finden. Auf der rechten Seite. Die Tür traue ich nebenbei nicht, ganz am Ende. Da kommen wir gleich auf den Balkon. Da ist ein Balkon, aber da gehen wir nicht drauf. Deswegen sage ich dir, die Tür traue ich nicht. Ja, die Tür traue ich schon, aber ich traue dir das, was dahinter liegt. Zu dem Baum traue ich übrigens hier auch nicht so ganz. Der müsste aber, da ist das Bad runter. Oh, das ist ja weich, aber ich glaube, das ist hier auf dem Boden. Das ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das Laminat oder sowas. Aber hier ist nichts Besonderes, da muss man nicht reinlaufen. Du kannst auch auf den, muss ich da reinlaufen. Ganz theoretisch auch einfach durch den Flur. Ach so, okay. Deswegen, das ist einfach sinnlos eigentlich. Ja, ich bin ja schon. So, hier sind wieder Toiletten. Ja, aber gehen wir auf Rückweg ab. Ist noch eine Toilette da? Soll ich mal rein, bitte? Danke. Aber ihr seht auch, der Baum ist nicht besonders. Nee, da ist nichts wirklich. Aber überall ganz massive Türen. Das ist überdacht hier. Ja, das heißt noch nicht, dass es sicher ist. Bis zum Wintergarten. Ja, aber geh nicht weiter. Also nicht bis weit aus. Auf jeden Fall nicht aus der Tür raus. Auf jeden Fall haben wir Leute schon gefeiert, da liegen Bierflaschen am Boden. Aber man weiß ja nicht, wann das ist. Ja. Es war halt eine Art Lungenklinik hier, ne? Also deswegen wurde halt sehr viel Wert auf frische Luft gelegt. Das merkt man, glaube ich, auch bei dem Bau. Ja, ne? Du kannst überall schnell raus. Du hast überall viel Luft drin. Und überall schwere Türen, damit keiner raus kann. So, ja. So, wollen wir hier links rein, ne? Ja, warte. Komm erstmal mit mir durch hier. Zeig drauf auf die Tür. Ich gehe ganz gut auf. Kannst ruhig einmal reingehen, wenn du möchtest. Auch hier sieht das fast wie ein bisschen Aufmaßraum aus oder so. Ja. So, hier ist das Bad. Ich nicht. Aber es geht ja gar nicht weit. Das nehmen wir jetzt aber eine ganz andere Grundstimmung gerade wieder. Das ist ganz chillig, oder? Ja, mach mal nichts. Aktuell finde ich es chillig. Hier ist nochmal eine Toilette, eine einzelne. Also Vogel oder Schrei? Kann ich nicht genau sagen. Bin noch ein Vogel gewesen. Ja. So, jetzt gucken wir nicht in die Kamera. Richtig. Hier würde ich nicht reingehen. Hier ist nämlich alles offen. Wow. Da bist du Türschwelle, kann ich ja wo. Genau. Wow. Hier ist schwarze Farbe. Möchtest du mal ein bisschen auf dem Balkon? Sieht man das jetzt? Nee, fokussiere ein bisschen. Super, danke. Eigentlich wunderschön hier. Also hier hätte ich mich dann tatsächlich sogar einigermaßen gern aufgehalten, wo ich nicht gerne im Gebäude wäre, weil ich noch krank wäre. Okay. Aber man hat damals ja gesagt, als es geöffnet wurde, 13 Wochen, danach musst du gehen, egal ob krank oder gesund. Ja. Hier hat einer geschrieben, ihr seid nicht allein. Ja, ich glaube, das war auch gelesen. Genau der gleiche. Ja. Diesmal Doppelraum. Ja, wahrscheinlich werden jetzt alle so sein. Wahrscheinlich war hier, wie gesagt, ein kleiner Erker oder sowas.
Dunkelraum. Jetzt sieht man nochmal rechts die Dreifachfenster. Die konnte man bis nach oben einmal aufdingsen, da hatte man eine riesige freie Fläche. Wahnsinn. Hier kann man echt voll. Können Sie sich echt erholen, ne? Können Sie mal haben. Na, wieder voran. Warte mal. Da ist deine komische bemalte Tür. Ja, die Regenbogen. Für die kein Regenbogen ist. Das kann Regenbogen. Nee. Ich versagen können. Ist ja von unten stabil aus, oder? Ich würde trotzdem nicht drauf gehen. Wohin so porös, meinst du? Von oben? Ja. Sieht aus wie Lehm, der getrocknet ist, oder? Ja, wie gesagt, ich würde da nicht drauf gehen. Aber ja, sieht genau so aus. Ja. Sieht aber sehr interessant aus. Überall rein, aber es ist eh nur wieder ein leerer Wandschrank. Tada! Ja. Hier rechts offen, da bestimmt auch wieder nur eine Empore zum Chillen. Hä? Ja. Genau, das ist. Eigentlich ist ein bisschen anders. Oh, du hast einen Balkon hier gehabt. Ja, aber das ist Haufen Glas draußen, oder? Hat doch gerade was glitzert. Weißt du, was das ist? Der Wintergarten. Hm, wahrscheinlich. Ja. Es müssten über den Eingang stehen. Hast du über uns? Ja, genau. Blöder Spruch. Okay. Da hat sich ein Hobbyphilosoph getan. Was ist unter diesem Schrank? Da ist Klo, glaube ich. Oh, langer Gang. Lagerregal. Nein! Was ist das? Die haben sie zugemacht, das war. Ja. Von der Kirche, damit du da auf die linken, die Amphoren konntest. Ach so. Du kannst von oben auch gucken. Die haben sie nur zugemauert. Weil das nicht mehr gehalten hat wahrscheinlich. Ja. Hier siehst du nochmal. Ja. Bart. Ja. Irgendwie fängt jetzt langsam alles gleich an auszusehen. Das sind halt für 200 Leute gewesen, ne? Ja, ja. Dass sie ein paar Sachen öfter brauchten. Ist schon richtig. So, mein Guter. Hier ist wieder viel Leere. Ja, ganz normaler kleiner Raum. Da musst du nicht wirklich was sehen. Nee. Kleiner Kackraum, wie da vorne auch. Ohne Toilette natürlich. Oder nicht gehauen. Ja. Oder ist einfach. Man wird einer die Kamera rausreißen. Die Kabel, da haben wir Kabel rausgeholt. Ja, Kupferdiebe, ne? Ja, ja. Hier gibt es überall. Überall, wo es Kupfer gibt. So, und hier. Bestimmt Dito. Ja. Ja. Okay. Gut, jetzt nicht in die Kamera gucken. Ich bin die Kamera gucken, nicht nach oben gucken, nicht nach oben gucken. Dienstraum, Zutritt, Patienten verboten. Ja, komm, ich mach auf. Achso, du machst auf. Ja. Ih, das stimmt ja richtig. Hm, echt komisch. Nicht nach Farbe. Wahrscheinlich Graffiti. Ja. Aber auch nichts Besonderes hier zu sehen. Ne? Nee. Wirklich anscheinend so Aufmalzraum. Ja, mit Dingen hier, mit Waschbecken und sowas. Hygiene war natürlich groß gespannt. So. Ja, jetzt sind wir bei, ihr seht, wir sind hier jetzt bei unserer Kamera angekommen. Genau. Ja, nur auch. Vorbei. Genau. Hier. Ja, stimmt. Ja, nee, wir sind von uns am letzten woanders mal gegangen, ja? Ja. Aber hier waren auch. Doch, hier. Aber nee, oder nee, ist nur baugleich, ne? Das ist nur baugleich. Hier sind so zwei kleine Duschkabinen. Hier haben wir einen größeren Baderaum. Genau, und dann bin ich nicht unten. Nee.